Heute ist Heiligabend. Wir feiern Andacht miteinander, verbunden und dennoch mit Abstand. Vielleicht mögen Sie zu Hause auch eine Kerze anzünden, die nun während dieser Andacht für Sie leuchten mag. Ich lade Sie ein, mit uns zu beten. Gott, heute ist sie da, die heilige Nacht, lang ersehnt, jetzt angekommen. Lass doch uns ankommen, zur Ruhe kommen. Mit Maria und Josef staunen über das Kind. Mit dem Engel singen, euch ist heute der Heiland geboren. Aufhören uns zu fürchten, sondern voller Zuversicht das göttlich Gloria singen. Mit den Weisen uns auf den Weg machen. Auf den Weg zu dir. Komm in unsere Mitte, lass uns deine Gegenwart spüren. Amen. Ich lese aus der Weihnachtsgeschichte. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Liebe Weihnachtsgemeinde, vor 2 Jahren war ich auf den Hirtenfeldern in Bethlehem unterwegs. Eine raue Hügellandschaft erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Nackter Felsen, steiniges Geröll, man muss genau aufpassen, wo man seinen Fuß hinsetzt, denn es gibt Löcher, die tief hinabführen. Was ich nämlich bis dahin noch nicht wusste, ist, dass sich unter diesen Felsen Höhlen befinden. Höhlen, die auch damals den Hirten Zuflucht und Unterschlupf boten, gegen Tiere und Unwetter. Ich war mit einer Gruppe von 25 Pfarrerinnen und Pfarrern unserer Landeskirche unterwegs. Wir alle gingen ganz vorsichtig, bis unsere Reiseleiterin uns in genau so eine Höhle führte. Sie war gerade so groß, dass wir alle dort reinpassten und auch stehen konnten. Dort hielten wir Andacht. In der Mitte eine Kerze. Drumherum standen wir als Gruppe. Wir sangen ein Lied, einer sprach das Evangelium des Tages. Und es war uns ganz andächtig zumute. Ob das von der hellen Kerze kam, die die Höhle warm ausleuchtete, oder davon, dass wir als Gruppe nun schon ein paar Tage zusammengereist waren und zu einer Gemeinschaft zusammengekommen waren. Ich vermute, es lag daran, dass wir wussten, dies war ein ganz besonderer Ort. In dieser Höhle, in diesen Hirtenfeldern, das ist der Ort, an dem damals Weihnachten begonnen hat. Los. Heute an Heiligabend feiern wir. Gott kommt in die Welt. Gott schickt seine Engel und diese verkündigten damals den Hirten, wie auch uns heute: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Die Corona-Krise hat unser Leben ganz schön verdunkelt, hat tiefe Schatten auf Selbstverständliches gelegt. Manchen hat es sogar aus der Bahn geworfen. Viele mussten neu planen, umplanen. Alles erscheint heute unter einem anderen Licht, als gäbe es ein Leben vor und nach Corona. Doch Gottes Stern leuchtet heute genauso hell wie damals in der Nacht in Bethlehem. Auch damals haben sich Menschen gefürchtet.
und die Engel Gottes sangen das große Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Auch damals gab es Menschen ohne Wohnung, ohne ein Zuhause. Eine Geburt gar in einem armseligen Stall. Und Gott sprach, genau da will ich wohnen. Genau in diesem Stall will ich Einzug halten. Auch damals waren Menschen einsam und verlassen, am Rande der Gesellschaft wie die Hirten. Und Gott hat gerade sie aufgesucht, ist zu ihnen gegangen und hat ihnen Licht und Leben gebracht. Genau ihr seid gemeint, ihr dürft die Ersten sein, die das Wunder von Weihnachten, die Geburt des Gottessohnes im Stall bestaunen können. Heute Abend stehen auch wir staunend vor der Krippe. Da liegt es, das Kind, klein und verletzlich, angewiesen auf andere. Dieses Jahr hat auch uns gezeigt, wie verletzlich wir sind, wie schwach und manchmal ohnmächtig und wie sehr wir angewiesen sind auf andere. Auf jemanden, der zuhört, der mal anruft, der klingelt, der vorbeischaut, der mal einkaufen geht. Wir sehnen uns so sehr nach Nähe und spüren doch zugleich, wie verletzlich wir sind. An Weihnachten macht Gott selbst sich verletzlich, indem er als Mensch geboren wird. Nackt und klein und hilflos, so kommt Gott zur Welt. So zeigt Gott sich selbst angewiesen auf andere, angewiesen auf Menschlichkeit, angewiesen auf uns. Gott macht sich auf den Weg zu uns, machen auch wir uns auf den Weg zu ihm. So wie damals Maria und Josef. Sie haben nicht verzweifelt. Sie haben sich der Aufgabe gestellt, die Gott an sie herangetragen hat. Oder die Hirten, voll Neugier und Offenheit, gehen sie auf das Neue, auf das Unbekannte zu. Vielleicht liegt darin ja dieses Jahr das Wunder von Weihnachten. Sich auf den Weg zu machen. Nicht im Dunkeln sitzen zu bleiben. In der Bewegung liegt Leben und Kraft und Segen. Die Veränderung, die Krise als Chance zu begreifen. Machen wir uns auf den Weg. Gott kommt uns entgegen und ruft uns zu, fürchtet euch nicht. Vielleicht haben Sie sich ja heute auch schon auf den Weg gemacht zu einer von unseren Krippen vor unseren Kirchen. Und dort einen Stern mit nach Hause genommen. Wenn nicht, laden wir Sie ein, dies auch noch am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag zu tun. Jeder Stern zeigt, wir sind gemeinsam unterwegs. Und der weihnachtliche Friede, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Weihnachtlicher Gott, wir bitten dich für alle Menschen weltweit, die, wie wir, unter der Pandemie leiden. Lass uns spüren, dein Licht leuchtet für uns und ist uns Orientierung und Wegspur. Wir bitten dich für alle Menschen, die heute Abend niemanden haben, mit dem sie ihr Leben und ihre Freude teilen können. Lass sie erfahren, sie sind nicht allein. Es gibt Menschen, die an sie denken und für sie beten. Wir bitten dich für alle Menschen, die Ziel und Richtung in ihrem Leben verloren haben. Lass sie neue Schritte wagen, neue Wege finden in eine hoffnungsvolle Zukunft. Wir bitten dich um deinen weihnachtlichen Frieden. Lass Frieden und Glanz in unsere Herzen einziehen, auf dass er sich ausbreite in allen Ländern und Völkern. Und gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie an jedem heiligen Abend sammeln wir heute die Kollekte für Brot für die Welt.
die Ärmsten der Armen, die gerade dieses Jahr von der Pandemie ganz besonders hart getroffen sind. Wir bitten Sie um Ihre Spende. Dieses Spendenkonto wird Ihnen eingeblendet. Um 18 Uhr laden wir Sie heute ein, mit einem Licht vor Ihre Wohnung, vor Ihr Haus zu treten und gemeinsam mit allen in Verbundenheit und trotzdem mit Abstand O du Fröhliche zu singen. Zum Abschluss läuten dann die Kirchenglocken noch einmal für uns. Und nun möchte ich Sie gerne in diesen heiligen Abend entlassen mit dem weihnachtlichen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.